Deutsche werden deutlich häufiger Opfer einer Straftat, die von einem Zuwanderer verübt wurde, als umgekehrt. Das geht aus dem Lagebild Kriminalität im Kontext der Zuwanderung des Bundeskriminalamtes hervor. 1,025 Millionen Opfer von Straftaten gegen das Leben, die sexuelle Selbstbestimmung, die persönliche Freiheit und Rohheitsdelikte wurden 2018 registriert. Es geht vor allem um Mord- und Tötungsdelikte, Körperverletzung und Raub. Darunter waren rund 102.000 Opfer von Straftaten, bei denen mindestens ein Zuwanderer tatverdächtig war. Ein Anstieg um 7% im Vergleich zu 2017. Insgesamt waren unter Opfern von Straftaten mit tatverdächtigen Zuwanderern 46.336 Deutsche. Das waren 19% mehr als im Vorjahr. Im umgekehrten Fall wurden 8.455 Asylbewerber und Flüchtlinge Opfer einer Straftat durch einen deutschen Tatverdächtigen. Ein Anstieg gegenüber 2017 von 24%. Zu beachten gilt, dass der Vergleich hier nicht deckungsgleich ist. Asylbewerber und Flüchtlinge stellen zwar die größte Gruppe der Zuwanderer, die Kategorie enthält jedoch noch weitere Schutzberechtigte, unerlaubt Aufhältige und Geduldete.